Herzlich willkommen, liebe Leute. Hier ist ein neues Video von Watchpoint. Und zwar haben wir ganz frisch aus Japan bekommen die nagelneue Citizen BN05613W in Grün. Wunderschöne ProMaster, die wir da bekommen haben. Was ihr seht, ist schon die ProMaster an einem neuen Band. Und zwar hatte ich mir gedacht, es sieht eigentlich doch noch viel schöner aus, wenn wir die an einem Stahlband tragen, als an dem Kautschukband, was immer von Citizen Original mitgeliefert wird, weil ich finde, die sind auch nicht so schön und die sind ziemlich hart meistens. Ich mag sie nicht so gerne. Und da gibt es dann weitaus schönere Kautschukbänder. Und deswegen haben wir mal direkt ein richtig schönes neues Stahlband genommen. Wunderschöne Uhr. Es ist die grüne Variante dieser Uhr. Die gibt es auch noch in Rot und in Blau, soweit ich weiß. Habe ich aber leider noch nirgendwo gesehen. Wunderschön. Absolut perfekt verarbeitet, diese Uhr. Wie ihr seht, das ist ein Eco-Drive-Modell, das heißt Minimum 180 Tage Gangreserve. Bei Sonneneinstrahlung lädt die sich dann von selber auf, wie ihr wisst. Quasi die Hulk-Version vom, im Gegensatz zu der Seiko in dem Grün. Auf jeden Fall wirklich ganz, ganz, ganz tolle Uhr. Sieht super aus. Das Band ist, glaube ich, ein Meyerhofer-Band, was ich da genommen hatte. Und zwar ist das ganz normal mit einer Dornschließe, was ich ganz cool finde bei diesen Bändern. Ihr seht, könnt ihr ganz normal anlegen, braucht dann keinen Sicherheitsverschluss dran machen. Ginge aber, glaube ich, auch. Da gibt es, glaube ich, einen Adapter für. So, ganz kurz zu der Uhr. Klar, jetzt guckt ihr alle neidisch. Aber ich hab's halt. was gibt's Besonderes an der Uhr? Leider Gottes kein Saphirglas. Es ist reines, wie immer bei Citizen oder bei vielen Modellen, ist es ein Kristall. Allerdings mit Anti-Reflective Coating. Das Lumi an der Uhr ist sehr schön in Blau. Ich werde das gleich auch mal einblenden irgendwann. Richtig schön hell, absolut tolles Lumi. Und es geht über die Zahlen hinweg. Das heißt, auch der Lumi-Punkt oben ist schön beleuchtet in dem Fall. Natürlich die Krone verschraubt. Ich mache sie mal auf. Sehr schön. Zweimal rausziehen, hat eine sehr gute Übersetzung, das heißt, die dreht sich von der Uhrzeit her wirklich super. Also, ihr braucht relativ wenig Drehen, um die Uhrzeit einzustellen. Sehr schön. Qualitativ absolut eine Top-Uhr, muss man sagen. Gefällt mir wirklich toll. Dreht sich auch dann ganz easy zu. Das passt alles, man merkt schon, da ist Qualität dran. Die Lünette, auch in dem Grün. Geht schwer, wie sie auch schwer sein sollte. Nicht zu schwer, sitzt aber ganz genau. 120 Klicks, passt perfekt. Absolut toll. Was ich so schön fand an dieser Uhr, A, hat sie noch nicht jeder in Deutschland. Es gibt sie auch schwierig. Klar, man bekommt sie bei eBay. Meist wird sie aus Japan versendet auch. Ich habe sie auch von Sakura Watch bekommen. Ist auch direkt aus Japan, klar, fallen noch Zölle an, aber da weiß man, man hat sie von einem direkten Citizen-Händler. Was ich sonst sehr schön finde, ist auch das Innenzifferblatt, die Umrandung hier in Weiß. Ist alles sehr, sehr stimmig bei der Uhr. Die Zeiger sehen toll aus, haben auch die richtige Länge, wie ich finde. Manchmal ist es so, dass ich finde, dass bei den Citizen-Uhren gerade
der Stundenzeiger ein bisschen sehr kurz ist, aber bei dieser Uhr passt das eigentlich haargenau. Ganggenauigkeit wird angegeben auf unter 10 Sekunden im Monat. Sie ist 200 Meter wasserdicht, heißt also wirklich auch zum absoluten Tauchen geeignet. Ihr könnt sie überall mit hinnehmen. Oh, was ist los mit unserem Video? Sie hat keine Zahlen, einfach nur Points. Von außen sieht es aus wie Titan ein bisschen, ist es aber nicht. Es ist reiner Edelstahl, 316 Stil. Was ich noch nicht testen konnte, ist, angeblich hat die Uhr auch ein Long Power Warning. Das heißt, dass sie kurz bevor das, wenn ihr sie mal irgendwo im Dunkeln liegen hattet, kurz bevor sie nicht mehr genug Power hat, dass da irgendwie was kommen soll, ein Piepen oder irgendwas auch immer. Meist sieht man das ja an den Zeigern, am Sekundenzeiger, der dann in Zweier- oder Dreier-Schritten sich dann schon bewegt, dann schnell ab damit in die Sonne. Aber ansonsten, wie ihr seht, alles perfekt, wie man das auch von einer Citizen kennt. Das Kaliber ist das E168, das typische für die EcoDrive-Modelle in der ProMaster. Was gibt es noch zu sagen? Der Durchmesser der Uhr mit Krone ist, glaube ich, 46 mm, ohne Krone 44 mm. Ihr seht, die Krone sitzt auf der 4 Uhr. Ich hoffe, man kann es erkennen. Thomas ist das sein drin. Ja, rundum wirklich eine tolle Uhr. Ich bin sehr zufrieden. Alles hat gut geklappt mit Sakura auch. Und ich kann wirklich nur sagen, tolle Uhr. Relativ guter Preis war es mit irgendwie um die 240 Euro. Inklusive Versand. Allerdings, wie gesagt, da kommt dann auch noch Zoll aus Japan dazu, sind auch noch mal ungefähr 40 Euro. Aber das lohnt sich. Die Uhr ist wirklich, wirklich ein Traum. Und für alle, die Citizen auch mögen, ist es tatsächlich so, dass diese Uhr wird hier nicht jeder haben. Wenn ihr euch so eine schnappen könnt, zuschlagen. Das hat nicht jeder, das Gerät. Nochmal kurz dazu, was ich eben sagte. Case-Diameter 44 mm. Die Uhr ist laut Citizen-Angabe 11,5 mm dick. Lug-to-Lug sind 20 mm. Und das Gewicht laut Citizen der reinen Uhr ist bei 94 Gramm, kommt mir aber immer schwerer vor. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Mund wässrig machen. Dieser tollen neuen Uhr von Citizen und hoffe, ihr schaut demnächst wieder rein bei uns. Viel Spaß noch heute, euer Watchpoint-Team.